Ich bin heute in die Schweiz, in der Nähe von Bodensee. Und ich arbeite als Freiwilliger, meine 8 Stunden als Freiwilliger vom Randstad wird hart Plattform an einer Katamaran. Randstad wird hart ist ein globales Plattform für alle 38.000 Randstad Mitarbeiter und die können da in Arbeitszeit einen Tag leisten auf ein Projekt, das sie lieb haben. Und ja, deswegen bin ich heute hier. Das sind meine 8 Stunden heute. Das Ocean Youth Sailing ist ein Jugendverein und unser Ziel ist es, in den nächsten 10 Jahren 1600 Jugendliche aufs Meer zu kriegen. Zuerst müssen wir dafür diesen Segelkatamaran bauen, da können die Jugendlichen schon daran teilhaben. Danach werden sie die Möglichkeit haben, den Theoriekurs zu besuchen für den Hochseeausweis und nachher auch die praktische Erfahrung auf dem Boot zu sammeln. Und weiter, wenn wir mit Jugendlichen schon unterwegs sind, werden wir mit ihnen zusammen gemeinnützige Projekte unterstützen gehen. Ich finde freiwillige Arbeit sehr wichtig. Natürlich das Wort freiwillig. Man muss das selber machen. Aber ich finde es wichtig, denn es gibt sehr viele Leute, die mich auch vieles gelernt haben. Und ich denke, ich bin jetzt in eine Position, um da zu helfen. Wenn einer eine gute Idee hat, um ein neues Business zu gründen oder eine Schule zu führen. Ja, ich hab herausgefunden, dass das nützlich ist für Leute und deshalb mache ich das gerne. Und ja, man kann sagen, das ist natürlich, was wir mit Randstad. Das ist schon ein Business, aber der Grund ist, Leute zu helfen. Auf die ganze Welt. Arbeit. Das Boot hier nebenan ist fast fertig. Also dieses Projekt ist dann vorbei. Und ja, es gibt natürlich noch 37 andere Randstad-Länder. Also ich höre gerne, wo ich nächstes Jahr bestellt werde.